Kisten. Kisten. Nichts als Kisten. Und als er sich genauer umsah, sah er, dass es Fässer waren. Ja, willkommen zurück. Das ist eine neue Woche und jetzt kommt der spannende Moment, wo der Flo ins Wasser rennt. Wir werden ausprobieren, ob das hier mit dem Lager funktioniert. Und wenn nicht, fragen wir uns, warum nicht und fangen an, bitterlich zu weinen und so weiter und so weiter und so weiter. Und wir müssen auf jeden Fall mal gucken, warum es hier oben gerade keine direkte Anbindung gibt. Läuft die Lageranbindung von oben oder von unten ab? Das ist die große Frage, die sich uns stellt in dieser wunderbaren Zeit. Hier auch noch eine Energieleitung liegen aus alten Zeiten. Ja, und mit mir ist auch Christoph wieder am Schittisel. Alias Desert Valley IP, alias der 710er, alias Klaus Bärbel Marina und niemand weiß, wie er wirklich heißt. Nee, ich habe hier tatsächlich noch von, du kannst dich doch noch bestimmt an den Versuch mit der Baumfarm unten im Keller erinnern. Ja. Da liegt immer auch die Energie da, die überhaupt nicht mehr gebraucht wird. So, dann nimm sie doch raus. Ja, mach ich jetzt auch. Bin los. Wie Verona Pot zu ihren besten Zeiten. Ja. Und Verona Pot war zu ihren besten Zeiten wie ein Fußkettchen. Hübsch, aber sinnlos. Entschuldige, Verona, aber du weißt es selber. Geht gar nichts mehr, ey. Könnt ihr auch mal die Helligkeit auf hell machen? Du könntest die Helligkeit auf hell machen, ja, könntest du. Würde ich auch mehr sehen. Christoph, kleiner Pro-Tipp nebenher, wenn du die Helligkeit auf hell machst, siehst du mehr. Ich will es nur nochmal erwähnen. Nicht, dass du das hier am Ende von wegen, ja, du hättest mir auch sagen können, weißt du? So, also, folgendermaßen ist das jetzt hier. Ich habe die Lager soweit, oder die Barrels soweit alle schon mal angeflickt hier. Aber the problem what I see ist, hier muss irgendwo eine Leitung lang gehen, die die Barrels alle miteinander verbindet. Und zwar, wenn du reinkommst ins Lager, ja, zu Fuß, wenn du zur Tür reinkommst, rechts die Seite. Ich glaube, die ist nicht eingebunden. Moment. Dafür fehlt mir irgendwie gerade die Seite hier. Die ist nicht verbunden. Normal, die habe ich abgeschossen. Ja, ja. Wo lief die lang? Weil das Hauptsystem kommt von hier. Hier oben ist die Einwurfkiste. Hier, du guck in hier hinten. Hier hinten waren die, hier gingen die Leitungen ran. Gingen hier hinten her. Waren hier verbunden und gingen hier oben an die Diamond Chest. Warum? Keine Ahnung. Weil das ist doch hier der Maschinenpark. Der ist doch jetzt noch gar nicht wichtig. Erstmal ist wichtig, dass wir von der Haupteinwurfskiste, ja, also von der ganz normalen Sorting Chest, die hier ist. Ja, hier ist die angeschlossen. Richtig. Hier ist die Sorting Chest. Das habe ich angehängt. Und wenn du dann hier mal reinguckst, dann geht ihr hinten hoch an das Barrel-System. Ja, genau, da bist du richtig. Ja, hier läuft die rein. Ja, das Problem ist jetzt aber, die Seite habe ich, die ist auch nach oben hin schon angebunden, und zwar hier. Ja. Aber auf der anderen Seite fehlt mir dieser Anschluss. Anderen Seite? Ja, die andere Seite. Auf der anderen Seite sind da auch nochmal Barrels. Du hast doch links eine Barrel-Reihe und rechts eine Barrel-Reihe. Und rechts die Barrel-Reihe ist nicht angeschlossen. Ui. Das hier ist alles gut. Das ist hier unten gut angeschlossen und das geht auch nach oben gut weg. Aber auf die andere Seite müssen wir noch kommen. Ui. Dann haben wir wohl den Fehler, oder? Nein, 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 nein. Das haben wir ja abgebaut. Ich weiß nur noch gerade nicht, auf welcher Ecke wir das abgebaut haben. Ich habe auch keine Ahnung. Ganz ehrlich. Wie auch immer, das muss behoben werden. Ja, dann zieh einfach eine neue Ladung und gut ist. Die Frage ist, wo ziehen wir die lang, ohne dass wir alles beeinträchtigen? Oh. Irgendwie ist der Titel heute gerade sehr nervig. Ja, ich würde sagen, unter dem Boden hier irgendwie. Ja, hier wir so können ja nur unten lang. Oben lang wäre ja. Wäre ja nicht ganz passend, ne? Ja, dann müssten wir auch wieder hier durch die Decke gehen. Richtig, und das macht mir Sorge.
Da vorne kann ich nicht lang, weil da der Fahrstuhl im Weg ist. Weil angeschlossen war das. Das ist gar nicht der Punkt. Angeschlossen war das alles. Eigentlich macht so ein bisschen der Maschinenraum hier so ein bisschen Probleme. Weil wir bräuchten ja eigentlich unterhalb des Lagers Platz, um irgendwelche Ladungen zu ziehen. Ja, dann muss er runter. Dann muss er versetzt werden. Dann ist das eben so. Warte mal. Wir haben doch... Komm mit runter. Noch eine Etage. Hier. Da. Das war ehemals Pilzraum. Warum hier nicht? Ja, dann machen wir das hier hin. Das ist mir egal. Hauptsache, das wird. Hauptsache, wir kriegen eine saubere Verarbeitung mit einer sauberen, ordentlichen Abfuhr aufs Lager hin. Das muss alles sauber am Lager dran sein. Verarbeitende Maschinen müssen am Lager angeschlossen werden können. Gut, dann mache ich das jetzt. Dann guck mal, ob ich noch irgendwelche. Weil du hast ja hier oben auch verarbeitende Maschinen platziert ohne Ende. Genau. Die Geothermalgeneratoren, da musst du auch aufpassen. Das muss alles hinterher mit dem Lager zusammenspielen. Ja, da, nee, das ist ja... Darauf lege ich Wert. Das hat ja mit dem eigentlichen System nichts zu tun, weil das ja Industrial Block 2 ist. Das hat auch mit den ganzen Pipes nichts zu tun. Das sind ja komplett andere Rohre verwendet worden. Okay. Ja, wollen wir die Ofenanlage hier oben entfernen jetzt und nach unten legen, oder was? Das würde ich sagen, mache ich jetzt mal. Ja, weil dann nehme ich die Pulverisierer, die Öfen und die Schmelzer jetzt raus. Ich nehme alles raus und ich baue das unten neu auf. Pack mir das in eine Kiste rein, dann geht das. Jetzt mal, dass ich hier alles an Löchern beseitigt habe. Oh, da kommen mir schon was. Ich glaube, ich kann nicht mehr einsammeln. Ne, ich kann nicht mehr einsammeln. Sekunde. Ich muss erstmal die ganzen Pulver hier wegnehmen, weil da waren noch Pulver in den Maschinen drin. Dann mache ich auch hinter den Maschinen. Ich brauche die Induktionsschmelzer wieder. Ja, glaube ich. Und die Redstone-Öfen. Ein Augenblick. Hier gerade. Sandstein. Ich erstmal folgendes machen: hinter den Maschinen auch mal zumachen, weil das brauchen wir ja dann auch nicht. Der Lava ist. Was? Bitte? Der Boden, der Lava ist. Der Boden ist Lava in 3, 2, 1, was? Phil Laude. Da hat er auch einen Sprachtrend losgetreten, du. Ja, das ist ein Fong. Fong Sprachfähigkeit her. Oder Polizeifong heute. Was ja, Polizeifong heute, ja. Hab ich gesehen. Walken Sie mal die Line. Unterschätzen Sie nicht meine Autorität. Ich bin Bims von der Polizei. Ich bin's von der Polizei, genau. Ibims, dein Freund und Helfer. Reingeschaut. Ja, genau. Was ein Schwachsinn. Und vor allem diese Sprache, die wird, die siehst du in Facebook, siehst du die so häufig und das ist so schlimm nur noch, ey. Ja. Und nervig vor allem. So werden die Sprachtrends aber auch tatsächlich dann, so werden die geboren. Wenn ich sehe in der einen BMW-Gruppe, wo ich drinne bin, Du fährst Audi, Alter. Ich fahre Audi, aber arbeite auf einen BMW arbeite auf einen BMW hin. So. Ich habe in der letzten Zeit bestimmt 10 Posts gesehen, wo die Sprache angewendet ist. Und ich habe mir nur gesagt, warum? Von Postigkeit her oder was? Ja, genau. Ist so sinnlos einfach. Ja. Womit wir wieder bei Verona wären. Irgendwie kommen wir immer beim selben Thema raus. Ja, ne? Wieso sieht denn das hier so scheiße aus? Weil wir gerade am Umbauen sind. Okay. Könnte vielleicht sein. Aber wissen tue ich es natürlich nicht.
Ja, ich nehme jetzt ja auch alle Energieleitungen runter, ne? Mach ich auch gerade. Die da nichts zu suchen haben. Wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ich glaube, ich nehme gerade die falsche Energieleitung raus. Ich glaube auch, weil... Ich glaube, das ist eine Energieleitung, die zum Steinbruch hinterläuft. Wobei ich glaube, ich reiße hier gerade eine ab, die runtergeht. Aber das werde ich dann sehen, wenn ich unten bin. Warte mal, das probiere ich jetzt erst mal aus. Aber weißt du was? Wenn wir eh schon umbauen, dann baue ich sie wahrscheinlich komplett um. Ja, dann richtig. Wenn dann richtig. Ja, hier läuft eine lang. Dann wird zwar schwierig und das ist eine, die zum Dingens geht. Nein, es wird zwar schwierig und langwierig, das alles wieder neu aufzubauen, aber es hat einfach keinen Sinn, wenn man das so zerrupft lassen. Das ist wahr. Es macht mehr Sinn, wenn es ordentlich wird. So, wo geht die hin? Okay, also ich sehe hier tatsächlich, hier läuft überall eine Hauptenergieversorgung lang. Also hier sind immer Energieleitungen auch außerhalb vom Lagergebäude. Die kommen aber alle aus dem Lagergebäude. Und zwar münden die alle dann zwangsläufig in dem Raum, wo die Generatoren stehen, die Dynamos. Okay. Ich habe jetzt hier die eine Energieleitung, geht runter. Die geht sozusagen bei die Dynamos. Ja, genau. Das ist sozusagen die Energiequelle, die oben alles versorgt. Ist allerdings die Frage, ob wir die Leitung noch brauchen, weil ist oben noch irgendwas an Maschinen, die mit Energie laufen? Nee, ich glaube nicht. Aber die hier sehe ich gerade, läuft auch ins Leere, diese Energieleitung hier. Deswegen nehme ich die jetzt wieder raus. Ja. Kleiner Creeper, weißt du, hat er sich gedacht, er könnte sich hier mal in die Luft sprengen, Vollidiot. Ich habe die andere jetzt auch rausgenommen. Ja, ich nehme die Energieleitung, die wir nicht brauchen, nehme ich raus. Weil die läuft hier ins Leere. Kam von unten und die habe ich jetzt rausgenommen, mach den Schacht jetzt zu. Ich weiß, dass der Steinbruch eine Energieleitung hat. Ja, das weiß ich. Die läuft auch bis nach hinten hin. Aber das, was jetzt hier läuft, das ist Quatsch. Das nehme ich jetzt raus. Weil die läuft nur bis kurz vor die Tierstallanlage. Und das war's. Da hört die dann auf. Da bleibt die einfach stehen. Da ist einfach Leitungsstopp. Das war's. Geht die hin. Geht an den Tesserakt. Wo auch irgendwie seit 1000 Jahren nichts mehr vorangeht. Geht irgendwie an den Tesserakt zur Mob-Farm. Okay. Wie war denn das? Haben wir die Mob-Farm eigentlich mit den Mob-Spawnern von Dings? Die haben wir nicht mehr fertig gemacht. Wir sind da irgendwann gescheitert und dann hast du es einfach aufgegeben. Ja, dann packe ich die jetzt weg. Ich habe dann einfach neben die Autospawner die Standard-Spawner wieder gepackt, damit überhaupt irgendwas funktioniert an dieser Farm. Ja. Das war so der Kasus Knacktus an der Geschichte. Inventar voll. Ich habe das Ganze jetzt auch zugekleistert, weil wenn das eh nicht läuft, ganz ehrlich, braucht man nicht. Ja gut, das wäre ja gelaufen. Wir sind nur wieder an irgendwelchen Klamotten gescheitert und du hast dann gesagt, ja, dann später mal und daraus wurde nie wieder was. Richtig. Deswegen kleistere ich das jetzt zu und wenn es irgendwann mal Zeit ist, dann werde ich mich darum kümmern. Dein Wort in meinen Ohren. Richtig. Aber in der Zeit kann das erstmal zu. Weil bis ich mich daran mal setze, habe ich bestimmt auch eine bessere Möglichkeit gefunden. Davon gehen wir mal aus. Oder es wird gar nichts mehr und ja. Also, was ich jetzt noch wissen möchte, ist, wenn wir hier schon Energieleitungen auseinandernehmen. Ja. Das möchte ich jetzt einfach genauer wissen. Was sind das für Leitungen, die wir hier auseinandernehmen? Wo kommen die her? Wo gehen die hin? Warum? Weshalb? Und was ist der Sinn des Lebens?